Wir sind alle eine Familie. Ja, deswegen haben alle Sprachen das gleiche Wort für Familie. Auf Englisch Family, auf Deutsch Familie, Französisch Famille, Italienisch Mafia. Das ist eine Elterninitiative. Wir gehören zu einer Elterninitiative. Also mit dieser militanten Eltern, weißt du? Das sind doch immer so. Jeder hat ein Baby an Bord Aufkleber auf dem Kofferraum. Ja. Ja, weißt du? Baby an Bord. Baby an Bord, fuck off. Aber ehrlich gesagt, ich habe diesen Aufkleber nie richtig verstanden. Ja? Also, in diese Autos sollen wir nicht reinfahren. Genau. Ja, haben Sie doch richtig verstanden. In andere Autos schon, oder was? Ja. Besser als in die. Und es ist immer so, es gibt dann so die, die Militanten sind, well, die Gruppe, die ich nenne die immer die, die Holzspielzeugbrigade. Die Alternativen. Genau, Indianermütze aus Müsli gestrickt. Schuhe aus Tofu. Mit einem Flugblatt gegen Spaß. Ja, und alle deprimieren, permanent deprimiert. Mit ihren Erziehungsidealen. Naturwindel aus Baumrinder. Lego aus Vollkornbrot. Stillen bis zum Abitur. Solche Eltern. Das Familienleben, ehrlich, ist purer Stress. Deswegen hören Eltern auf, Sex zu haben, und fressen sich tot. Ja, dieses Thema wird noch nicht erforscht. Mit welchem Ergebnis? Eine ledige Frau kommt nach Hause, guckt, was es im Kühlschrank gibt, und geht ins Bett. Eine Ehefrau kommt nach Hause, guckt, was es im Bett gibt, muss ich das zu Ende erzählen? Ja, ja. Ja, ja, ich weiß. Ja, 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 ich weiß. Ich bin einfach eifersüchtig. Ja, wenn ich Singles auf der Straße sehe, bin ich sofort eifersüchtig. Die sehen immer so cool aus, ja. Hey, ich bin Single. Ich bin frei. Unconnected. Ich bin ein WLAN-Mensch. Zwar kabellos, aber fabelhaft. Ja. Ich bin globalisiert, fokussiert, schwing, ganz körperrasiert. Ich bin flexibel. Ich habe Web 2.0, Beziehung 3.0, Hartz 4.0. Ich meine, klar. Schau mal, ja. Das Sexleben von Singles, ja, der ganzen Tag Liebe machen, während im Hintergrund Kuschelrock spielt. Mr. Lova Lova. She call me Mr. Ro... Okay, ein bisschen zu alt für die Rolle, aber scheißegal, okay? She call me Mr. Romantic. Tell you fantastic. Ja, und das Sexleben von Eltern, Zip. Ein Quickie auf dem Bügelbrett im Flur, während der Fernseher das Kind anschreit mit Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Ja. Yeah. So, klar. Klar, ganz verzweifelt versuchen wir Eltern, so diese Tendenz abzuwenden. Eine Fakt. Letztes Jahr gaben wir mehr Geld für Viagra und Brustimplantate aus, als für die Erforschung von Alzheimer's. Für das bringt sowieso nichts. Ja klar, in 50 Jahren wird die ganze Welt voller Rentner sein, die gigantischen Titten und Ständer besitzen. Aber Moment. Ja, aber völlig vergessen haben, was man den Dingen tut. Zum Beispiel, wenn ich frage das Publikum, Eltern im Publikum, frag die immer, gibt es Eltern von Kleinkindern? Ja, und? Alle so. Mit Fotos dabei natürlich. Wenn ich frage, ja, gibt es Eltern von Teenagern? Sie melden sich immer, immer das Gleiche. Ja. Eltern von Teenagern melden sich wie Mitglieder der anonymen Alkoholiker.
an Mark Whitten. Danke. Danke, danke. Ja, mein Name ist Mark. Seit 2 Jahren ist mein Sohn Teenager. Und wie gesagt, ich bin der Vater von beiden. Und jeder Entwicklungsschritt unseres Kleinkindes, ach, der hätten von mir und meiner Frau jedes Mal fast gefeiert, ja? Er hat sein erstes Wort gesagt. Nimm, nimm. Es ist sehr schwierig, ja, genauso stolz auf die Entwicklungsschritte von Teenagern zu sein. Oh, guck mal, er ist zum ersten Mal besoffen. Er hat sein erstes Mädchen geschwängert. Doch, wie süß. Sein erstes Piercing. Mitten in seiner Nase. Wir müssen ein bisschen Verständnis haben. Denn Teenager sein ist keine Lebensphase, sondern eine Leidensphase. Oh, lass mich in Ruhe. Manol, du nervst. Das Essen ist fertig. Zimmer aufräumen. Ich kann meine Zimmer nicht aufräumen. Meine Arme tun mir weh. Bitte, das ist so unfair. Das kann ich nicht, meine Arme. Oh, guck mal, eine PlayStation. Aber die akute Phase dieser Leidensphase heißt Pubertät. Na, darunter haben wir alle gelitten, ja? I mean, das war ein Schock, hä? Huh? In einem Moment bist du ein ganz liebes Kind. La, 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 la. In dem nächsten das Phantom der Hormone. Und alles, alles für den Teenager ist, Moment, es wird noch besser. Alles für den Teenager ist peinlich. Ja, besonders die Eltern. Oh, peinlich, 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 oh, peinlich. You know, yeah. Teenager haben das gleiche Verhältnis zu ihren Eltern wie Dracula zum Licht. Ja. Mit der Pubertät kommt die erste Freundin. Ja, die Freundin meines Teenager-Sohnes heißt Tanja. Tanja. Engelhoff-Jeans, bauchfreies T-Shirt und dazwischen Hüften wie ein Muffin. Und natürlich mit dem obligatorischen Nabelpiercing. Ding! Mein Gott, das sieht aus wie ein Reifen mit einem Nagel drin. Das ist gefährlich. Wir sind immer bereit, über Teenager zu lachen, ja. Und vielleicht wir sind auch ein bisschen hart mit den Teenagern. Ja, ich meine, ich und meine Frau. Jeden Morgen begrüßen wir das Kleinkind. Hey, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Ja, und dann begrüßen wir den Teenager. Hey, wie spät war es gestern Abend? Bisschen unfair. Ja, klar.